Was ist mit dir da oben los? Soll ich dir einmal kurz helfen? Sollen wir dich einmal kurz zurücksetzen? Guck mal hier. Dann brauchst du dich da oben in der Decke zu hängen. Affen. Ah, komm, Affen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Vielleicht beklaut ihr mich. Man hört so einiges über Affen. Ich bin mir da nicht sicher, ob man euch trauen kann. Ihr Süßen. Also wenn das kleine Schwein Level 12 hier noch lange steht, dann ist das auch ein großes Schwein. Dann haben wir da auch ein Problem. Vielleicht das mal an, wie süß das ist. Wie putzig. Es tut mir leid, dass wir dich von Mami wegnehmen, aber dafür hast du gleich zwei Puppies. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Soul Mars mit dem Gamebro und der lieben Grimhilde. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben in der letzten Folge versucht, die Kaserne zu erobern und sind relativ weit eingedrungen. Allerdings hat uns der Kasernenhäuptling eiskalt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und uns gezeigt, lasst mal lieber, ist noch nicht zu euch. Wir haben ganz, ganz, ganz großartig eine Klatsche bekommen. Wir haben auch den lieben Bronco verloren. Möge er in Frieden ruhen. Rest in Peace, lieber Bronco. Ist kein Problem. Wir werden uns in dieser Folge jetzt hier noch einmal ein bisschen mit unserer Basis beschäftigen. Ich habe vor, noch so ein paar Dinge auszubessern, ein bisschen was zu bauen. Ich habe uns etwas vorbereitet. Ich habe ein paar Geländer gebaut. Den Esstisch möchte ich platzieren und ich möchte noch ein paar Fundamente setzen. Das ist so ein bisschen das Basic, was ich machen möchte. Und wir haben noch eine mittlere Falle. Das bedeutet, wir gehen noch einmal auf die Jagd. Ich habe das noch einmal probiert. Ich bin ja beim letzten Mal verzweifelt, weil einfach immer die großen Schweine in meine Falle getappt sind und mir diese dabei zerstört haben. Ich habe einen Weg gefunden, das zu umgehen. Und habe ein zweites Schweinchen gefunden. Guck mal da, wie niedlich das kleine Schweinchen noch ist. Wir haben allerdings jetzt Geschlecht männlich, Nahrung ausreichend. Geschlecht männlich, Nahrung ausreichend. Zweimal männlich, das ist nicht so dolle. Nahrung, ich habe hier ein bisschen Stroh reingepackt. Das scheint zu funktionieren. Wasser haben sie auch. Wir können allerdings auch Wasserschweinfutter machen. Davon habe ich zwei Stück im Inventar. Die benötigen wir gleich aber für unsere kleine ausgefuchste Jagd. So, Leute, was wir jetzt als erstes machen, ich würde sagen, das habe ich beim letzten Mal gesehen, ich kann mir Geländer bauen, Holzgeländer. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht und habe nicht Holzzäune gebaut. Moment, Moment, ach nee, Moment. Doch, das war doch so. Ich nehme das, den Zaun. Genau, dann halten wir Z gedrückt und sagen, du bist kein Zaun, du bist ein Geländer. So wunderschön, schaut euch das an. Und dann ist das Ganze hier auch ein bisschen hübscher. Das können wir bei Treppen so machen, das können wir aber auch, genau. Also das Geländer machen wir halt bei Treppen und den Zaun, den können wir jetzt hier zum Beispiel. Ist die Frage, mache ich hier schon einen Zaun dran oder mache ich ihn hier hinten dran? Ich überlege nämlich noch, wie ich das Feld erweitern kann. Nach hinten ist im Moment gerade schlecht, weil wir ragen hier hinten schon quasi aus unserem Baugrund raus. Das bedeutet, hier werde ich erstmal nicht weitermachen. So, hier kommt ein Geländer dran. Ich mache das auch einfach mal so nach hier. Passt mal auf. Dann würde ich vielleicht noch ein Feld in die Richtung hier mit ansetzen. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht, ob das noch Sinn macht. Bin mir gerade nicht sicher. Das könnte natürlich hier auch... es engt uns hier ein bisschen ein. Wenn wir das machen, sollten wir uns ja auch versuchen, irgendwie einen Gehweg, eine Brücke, was auch immer zu erstellen. Heißt nochmal Treppen zu bauen, damit meine Mitbewohner hier nicht irgendwie hängen bleiben dran. Weil ich vermute, ohne Treppe werden sie das nicht schaffen, hier durchzukommen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns an. Da müssen wir uns mal Gedanken zu machen. Wir gucken gerade mal, was machen unsere Pflanzen. Sind im Wachstum. Wir könnten noch ein bisschen was mehr nachpflanzen. Aber es funktioniert. Wir haben momentan alles ganz gut gedüngt. Von daher funktioniert das hier, Leute. Ich bin... ist wunderbar. Ich hatte uns offscreen auch hier nochmal einen schönen Ofen hingebaut. Schaut mal her. Erd- und Trockenkammer. Hier können wir uns Kalk herstellen und Holzkohle. Und da bin ich gerade fleißig dabei. Und beziehungsweise hier mein lieber Ausgestoßener, der 14 ist dabei, uns hier Kalk zu produzieren. Ich weiß noch nicht genau, für was wir das benötigen. Aber ich denke auch Kalk und Feuer, Holzkohle, das wird sicherlich wichtig werden. Für die eine oder andere Sache, die ich im Moment noch nicht so auf dem Schirm habe. Aber wie gesagt, ich denke, es wird kommen. So, was ich auch noch gemacht habe, ich hatte hier hinten schon mal angefangen, da machen wir jetzt auch gerade einmal weiter, das hier rundherum noch ein bisschen mit Fundamenten auszukleiden, einfach damit das ein hübscheres Gesamtbild ergibt. So, ich würde sagen, bis hier hinten, das ziehen wir vielleicht auch einmal bis hier hinten rum. Mal gucken, was wir mit dem Klohäuschen machen. Und dann würde ich mir auch gerne die Fläche hier hinterm Haus bis zum Berg noch mit Fundamenten erschließen. Ich habe jetzt nicht genügend Fundamente am Start, aber ich brauche schon mal einfach so viele, wie wir können. So viele, wie wir haben. Und dann haben wir hier hinten noch Platz, entweder noch ein Gebäude anzusetzen oder mal schauen, vielleicht noch Felder, ein Stall, was auch immer, was wir halt so benötigen, was uns noch so fehlt. Hier müssen wir uns angucken.
Der Platz, den ich mir ausgesucht habe, ist halt tatsächlich nicht wirklich optimal. Wir können uns hier hin in die Richtung. Da können wir uns auch ordentlich ausbreiten. Leute, ich muss gerade mal kurz schauen. Funktioniert das Mikro? Läuft die Kamera? Seid ihr dabei? Nicht, dass ich hier wieder eine Katastrophe erlebe. In die Richtung hier könnten wir noch relativ weit bauen. Ich nehme mal was in die Hand, damit wir das sehen. Ja, relativ weit ist gut. Aber halt bis zu dieser Kante hier können wir noch bauen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz und auch eine einigermaßen brauchbare Fläche. Das heißt, das nächste Gebäude würde wahrscheinlich hier entstehen. Und ich sehe gerade, wir können unsere Zäune auch hier auf dem Boden platzieren. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Okay, mal geht's nicht. Bin mir nicht sicher, warum, wieso, weshalb. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, um hier so ein kleines Freilandgehege zu bauen für unsere Alpakas. Ist natürlich blöde, wenn es mal rot ist und mal nicht. Vielleicht muss ich erst alles roden dafür, damit das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Aber da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, mal zu schauen, ob wir hier irgendwo ein Freigehege bauen können. Für die Alpakas. Ansonsten müssen wir uns da ein anderes Gebiet organisieren. Dann stehen sie halt erstmal hier vorne am Schuppen. Lässt sich erstmal nicht vermeiden. Dann ist das einfach erstmal so. Jetzt lasst uns aber mal schauen, was wir mit dem Esstisch machen. Leute, ich habe uns einen Esstisch gebaut. Ich weiß auch gar nicht, wofür wir den brauchen. Aber den Esstisch müssten wir auch mal irgendwo platzieren. Jetzt haben wir hier unsere Werkstatt. Hier wollen wir natürlich nicht essen. Und hier ist unser Leuchtfeuer. Was auch nicht so ein toller Bereich ist. Vielleicht bauen wir uns hier noch so einen kleinen Bereich an. Mal schauen. Da müssten wir natürlich auch mal ein Dach drüber setzen. Aber ich packe das einmal hier hin. Wir gucken mal, wird gebaut. Lager von Esstisch. Ich weiß nicht, ob die Dorfbewohner diesen Tisch dann benutzen, um sich hier mit Essen zu versorgen. Ich teile das Essen hier mal auf. So, wir holen uns gleich mal Neues. Und packe hier schon mal so ein bisschen was rein. Nüsse geht nicht. Okay. Es können nur Kochkategorie-Gegenstände hier reingepackt werden. Im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach nur ein Lager. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es ein hübsches Lager ist. Mir gefällt's. Wir müssen ein Dach drüber machen. Wir müssen ein paar Stühle hinstellen, damit das Ganze mal ein bisschen schicker aussieht. Wir können ja mal gucken. Wir nehmen mal das gebratene Fleisch. Heuschrecke. Müsste eigentlich auch funktionieren. Aber das ist, glaube ich, eine normale Kochkategorie. Hier ist, genau, wir nehmen das Zeug mal hier raus und packen das alles da hinten rein. Chili-Soße, gebratenes Fleisch. Komm, das packen wir mal rüber. Wir können auch Fisch machen, alles da. Das packe ich einfach mal dorthin. Ich weiß nicht, ob es einen Vorteil hat, wenn es halt am Tisch ist. Man weiß es nicht. So, das teile ich auch nochmal auf. Ja, genau, ist auch ruhig nochmal wissen. Ist ja kein Problem. Ich mache einfach mal so ungefähr 45. Die packen wir jetzt hier rüber. Dann haben wir hier jede Menge zu essen. Ich packe auch das Fleisch hier rein, so. Und dann werden wir mal sehen. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den Tisch exakt brauchen. Aber vielleicht machen wir auch noch so ein kleines Dach drüber. Machen uns hier so eine kleine Lounge, ein paar Stühle dran, dass du hier gemütlich essen kannst und auf den See hinausschauen kannst. Ich finde es irgendwie ganz charmant. Wir haben es hier zwar klein, aber wir machen es uns irgendwie gemütlich. So, Leute, wisst ihr was? Jetzt gehen wir los und gucken mal, dass wir uns noch irgendwie ein Wasserschweinchen ranholen. Mach doch bitte. Was ist mit dir da oben los? Soll ich dir einmal kurz helfen? Sollen wir dich einmal kurz zurücksetzen? Guck mal hier. Dann brauchst du dich da oben in der Decke zu hängen. Ist mir übrigens auch schon passiert. Ich bin hier aufs Klo. In dem Moment kam noch ein anderer, der mal dringend musste und plötzlich hing ich da oben in der Decke. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Bug. Vielleicht wird es bei Gelegenheit behoben. So, guck mal, hier sind zwei Schweinchen. Ein großes und ein kleines. Und die Stelle würde ich benutzen, um unsere Falle aufzustellen. Was ich bis jetzt rausgefunden habe, Leute, ich werde euch gleich sagen, was ich rausgefunden habe. So, ich packe die Falle einmal hier oben ran. Beziehungsweise so nach hier. Das kleine Schweinchen darf uns nicht sehen. Auf das müssen wir aufpassen. Oh, es hat uns schon bemerkt. Hast du es bemerkt? Bin mir nicht sicher. Das Große ist noch ganz entspannt. Das Kleine ist auch noch da. Es hat uns noch nicht gesehen, glaube ich. Das Kleine ist halt unglaublich aufmerksam. Und wenn uns das kleine Schweinchen sieht, haut es ab. Dann haben wir keine Chance mehr. Ich packe jetzt hier mal Wasserschweinfutter rein. Das ist nämlich unglaublich verlockend für die Lieben. Jetzt müssen wir aufpassen. Das Wasserschweinefutter in der Falle wird die Schweine anlocken. Magisch. Magisch anlocken. Wir wollen aber nur das kleine Schweinchen in der Falle haben und nicht das große. Das große macht uns die Falle kaputt. Seht ihr? Das große dreht schon um. Wir müssen jetzt hier auf der Lauer liegen. Gucken, was macht das kleine. So, ich gehe mal ein Stück weiter zurück, dass wir hier so einen besseren Blick haben. Ich sehe das kleine Schweinchen nicht. Hat es uns bemerkt? Das kann natürlich sein. So, das große Schwein müssen wir abwehren. Das darf nicht in unsere Falle.
Also wehren wir das ab und versuchen zu warten, bis ein kleines kommt. Ich hab's mir jetzt vermasselt hier, Leute. Ich hab's hier garantiert vermasselt. Das kleine Schwein scheint nicht mehr da zu sein. Wir können ja mal hier oben so ein bisschen hochhopsen. Gucken. Kannst du hier hochklettern? Bis ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob das Schwein uns hier oben auch sieht. Und wir hocken uns mal hin und wir warten einfach mal ab. Mal gucken, ob es nochmal auftaucht. Ansonsten müssen wir uns nochmal umplatzieren. Ich vermute nämlich, ich hab's Schweinchen verjagt. Mit meiner ungestümen, tollpatschigen Art und Weise. Ja, das scheint im Moment nichts zu werden. Ich glaube, wir müssen weiter. Ich hab's verjagt. Wir können ja mal was scannen. Es ist gerade keins mehr da. Ich baue das Ding ab. Wir demontieren dich. Dann bekomme ich alles zurück. Was ist denn da los? Kämpfst du gegen Huhn? Sag mal, geht's dir gut? Wenn hier einer dazu ist, dann bin das doch wohl ich. Na, ist ja wohl nicht dein Ernst. Du lieber Waldhund. Aber gar nicht so schlecht. Wir brauchen ja auch mal ein Hühnchen. Ich sammle viel zu selten Federn. Fällt mir so gerade auf. Danke, Wachhund, dass du das gemacht hast. Wachhund. Nein, bist doch auch nicht. Du alter Waldhund, du. So, hier ist ein Tapir. Tapir interessiert mich nicht. Wir sollten desto näher wir ans Wasser kommen, ein bisschen mehr in den Schleichmodus verfallen. Affen. Ah, komm, Affen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Vielleicht beklaut ihr mich. Man hört so einiges über Affen. Ich bin mir da nicht sicher, ob man euch trauen kann. Ihr Süßen. Da ist noch mal ein kleines Schwein. Guckt mal da. Ein kleines Schweinchen. Ich sehe kein großes. Wir packen uns mal eben die Falle. Platzieren sie hier. Wenn du mich denn lässt, liebes Spiel. Noch hat das Schwein uns nicht gesehen. Aber es ist im Aufmerksamkeitsmodus. Pass auf. Lass dich nicht entdecken. Wenn es uns sieht, ist es weg. So, komm, dreh dich um. So, liebes Schwein, dreh dich um. Seht ihr, es ist echt irrsinnig. Aber sobald es etwas hört, bleibt es stehen und jetzt ist es wieder im Seemodus. Mach doch keinen Quatsch, Mensch. Dann habe ich die Falle blöd gesetzt. Da habe ich sie da verjagt. Ich hab's vermasselt. Leute, das ist echt gar nicht so einfach. So, wir nehmen es nochmal mit. Habe ich das Futter am Start? Habe ich das Futter gerade eingesammelt, Leute? Oder habe ich. Da ist das Futter. Super gut. Ich hab's mitgenommen. Ich hab's nicht vergessen. So, wir gehen noch einmal ein bisschen hier am See rum. Am See entlang. Um den See herum. Und versuchen nochmal Wasserschweinchen aufzu. Ich weiß, es gibt hier einige. Also, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Am Wasser sind eigentlich immer Wasserschweine. Und da ist doch wieder eins, oder? Da ist ein kleines, da oben ist auch eins. Leute, hier ist ein richtig guter Spot, habe ich das Gefühl. Jetzt muss das Spiel uns nur noch erlauben, die Falle hier zu platzieren. Das wäre großartig. Guck mal hier. Hier funktioniert es. Hier packen wir hin. Und ich denke, dann sollten wir in der Lage sein, wenigstens eins einzufangen. So, mach's Wasserschweinfutter hier rein. Und wir ziehen uns zurück. Hinter den Felsen am besten, da sind wir relativ in Sicherheit. Beziehungsweise ich gehe mal hier so ein bisschen hinter die Bäume. Wir müssen aufpassen, wenn ein großes kommt. Das müssen wir abwehren. Wir dürfen das große Schwein nicht reinlassen. Das große Schwein macht uns die Falle kaputt. Das lauscht schon wieder, das kann doch nicht sein. Die haben so gute Ohren, Leute. Aber ich bin doch leise, ich mach doch nichts. Na komm doch ran. Und da hinten ist schon wieder so ein großes. Pass auf. Auf das müssen wir aufpassen. Wir verjagen dich am besten direkt. Und das kleine Schwein ist auch verunsichert. Aber ich denke, es wird wiederkommen. Da bin ich mir fast sicher. Wir bleiben mal hier hinter dem Stein. Es ist noch nicht im Angstmodus. Von daher denke ich, es wird kommen. Es dreht um. Es schwimmt auf uns zu. Leute, das Schweinchen kommt. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Tiere einfangen ist in diesem Spiel eine wahre Geduldsprobe. Wir müssen echte Zeit und Geduld mitbringen, um so ein Schweinchen einzufangen. Das geht nicht einfach so schnell. Ihr müsst auch aufpassen. Ich glaube, ihr müsst aufpassen, was ihr in die Falle tut und wie viel. Ich glaube, auch die Menge hat eine Auswirkung. Ich habe zum Beispiel das erste Schwein mit Kartoffeln gefangen. Ich meine, ich hätte 5 Kartoffeln reingelegt. Das hat funktioniert. Das Schwein kam zur Falle und ist reingelatscht.
und rucki-zucki konnte ich es mitnehmen. Beim letzten Mal, als ich gestern versucht habe, noch Schweinchen zu fangen, hatte ich nur eine Kartoffel drin. Das Schwein kam. Leute, guck mal da, es geht rein, es geht rein, es geht rein. Ich glaube, wir haben gleich noch ein. Nein, das steht dahinter. Gehst du bitte rein? Genau so, es stellt sich vor die Falle und es bleibt einfach stehen und macht nichts. Warum denn? Ich habe zweimal Wasserschweinfutter drin. Dann lag es wahrscheinlich nicht an der einen Kartoffel, was ich gerade erzählen wollte. Es ist halt einfach stehen geblieben und wollte nicht reingehen. Genau wie dieses Schweinchen hier. Dann ist das einfach eventuell noch ein Bug, dass die Schweine manchmal an der Falle stehen bleiben. Da hinten kommt aber noch ein kleines Schwein. Habe ich das für. Wir schauen mal, Leute, ich schneide uns das zusammen und ich hoffe sehr, dass es klappt, dass wir wenigstens ein Schweinchen in die Falle locken können. Ich glaube, da oben kommt auch wieder ein großes an. Also wenn das kleine Schwein Level 12 hier noch lange steht, dann ist das auch ein großes Schwein. Dann haben wir da auch ein Problem. So, es kommt näher, mal gucken, was passiert. Vielleicht stehen da gleich zwei Schweine vor der Falle und wissen nicht, was sie tun sollen. Das passiert komischerweise mit den großen Schweinen nicht. So, wir scannen nochmal. Es ist noch alles gut. Vielleicht hätte ich dich besser mit einer Kartoffel gelockt. Man weiß es nicht. Ich würde die Geschichte aber eventuell erstmal auf eine schlechte Wegfindungsroutine in diesem Spiel zurückführen, weil das klappt ja auch bei den Eingeborenen manchmal nicht so richtig gut. Jetzt schauen wir mal, was macht das zweite Schwein? Gehst du rein oder bleibst du da? Was machst du da? Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt stehen zwei Schweine vor der Falle. Und da hinten kommt wieder ein großes an, oder was? Also sagt mir bitte gerne, wie sind eure Erfahrungen? Das kann echt nicht wahr sein. Ich habe es gestern geschafft. Ich habe gestern tatsächlich ein Schwein gefangen. Und jetzt stehen sie wieder da und wollen nicht rein. Ich vermute, ich muss die Sache abbrechen. Weil so lange kann ja keiner hier warten. Das geht ja nicht. Gut, Leute, ich baue das Ding ab. Ich pack's woanders hin. Eins hat mich gesehen, das andere bewegt sich. Was machst du? Ich warte noch einmal, ob sich's überlegt. Es geht wieder zurück zur Falle. Geh doch jetzt einfach mal rein. Ist doch gar nicht so schwer. Warum läufst du dran vorbei? Na, wieder. Es geht wieder dran vorbei. Stellt sich quasi neben die Falle. Das ist genau das Problem, was ich habe. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe Futter drin. Die Falle steht meiner Meinung nach auch ganz in Ordnung. Wir demontieren dich. Nimm das Zeug mit. Bauen Sie noch mal woanders auf. Und genau das gleiche Thema hatte ich gestern auch, bis es dann irgendwann geklappt hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, es wird noch ein Bug sein. Das wird einfach noch nicht sauber funktionieren mit dem Fang. So, hier ist auch ein Gleichschein. Ich laufe einfach mal ein Stückchen weiter rum. Guck mal, dass wir eine Stelle finden, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Ein Truthahn. So, jetzt sind wir fast einmal komplett rum. Da ist ein großes Schwein, aber dich möchte ich nicht. Ich brauche ein kleines. Die Großen sind nicht das, was wir haben wollen. Die Großen zertrampeln uns die Falle. Tschüss, mein liebes Schweinchen. Du bist auch niedlich, aber du bist auch einfach ein Trampeltier. Hier hängen auch nur große Schweine rum. Wisst ihr was? Ich schnappe jetzt Alpaka und wir suchen uns. Wobei, ich muss das Tier ja dann tragen. Das wäre auch blöd, wenn ich jetzt wer weiß, wie weit reite, um uns ein Schwein ranzuholen. Guck mal, der kämpft gegen Piranhas. Pass auf, pass auf, pass auf. Hast du besiegt? Du bist ja eine gute. Aber dann hol dir doch auch das Fleisch von den Biestern. Kann doch nicht sein, die guten Fische hier liegen zu lassen. Wir müssen uns das mal alles abzäunen, dass hier keine Fische mehr reinkommen. Geht das? Kann ich hier einen Zaun reinmachen und dann bleiben die Fische draußen? Ich meine, keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ich könnte es ja mal probieren.
Die lassen sich aber auch nicht so zusammensnappen hier. Da muss man wirklich Pi mal Auge bauen. Ich habe ja noch zwei. Packen wir mal hier rein. Macht zwar keinen Sinn, aber ist egal. Man muss ja alles mal probiert haben. Die Frage ist, ob ich einmal kurz zum Nachbarsee gehe. Gleich hier unten zu dem Kleinen. Dann holen wir uns einen Alpaka und machen einmal kurz eine kleine Tour. Und ihr seid wieder hier im Holz versunken. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was passiert, wenn ich jetzt auf dich aufsteige? Kommen wir hier nicht raus, ne? Das war klar, oder? Mann, muss ich euch hier wieder befreien. Wir haben übrigens ein zweites Alpaka, das ist jetzt auch erwachsen. Wir können einmal ganz gut reinschauen. Auch Traglast 350, genauso wie mein anderes. Auch Traglast. Nein, guck mal, das kann sogar schon 470. Es wird besser. Stark. So, Verhaltenseinstellung. Nee, ich wollte dich einmal positionsmäßig zurücksetzen. Komm mal nach da. Das ist auch nett, dass man das machen kann. Eine schöne Idee. Besser, liebe Entwickler, wäre aber, wenn das gar nicht passieren würde. Wenn man das nicht immer machen müsste. So, wir machen uns auf den Weg zum nächsten See und ich guck mal, ob da auch Wasserschweine sind. Und vielleicht haben wir da mehr Glück. Vielleicht ist einfach nur unser See hier verbuggt. Aber ich denke, es liegt einfach an dieser miserablen, wirklich, wirklich miserablen Wegfindungsroutine in diesem Spiel. Das sehen wir ja bei den Dorfbewohnern auch. Stehen sich zwei gegenüber in einer Türe, dann macht keiner mal einen Schritt Platz. So, ich wollte eigentlich hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ich glaube, wir werden von irgendwas verfolgt. Da ist auch was, was kämpfen möchte. So, wir steigen mal ab. Ja, ist ja gut, du mieses kleines Schweinchen. Ein Eber. Wir könnten natürlich auch Eber jagen. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber ich habe mich jetzt auf Wasserschweine spezialisiert. So, hier ist der See. Da hinten sind Schweinchen. Schweine? Schweinchen? Ich weiß es nicht. Wir gehen nochmal auf die Pirsch. Und schauen mal nach, was hier so ist. Mein liebes Alpaka, du bleibst jetzt da vorne stehen. Lauf nicht weg, ich brauche dich noch. Da drüben ist ein kleines Level 8. So, haben wir die Falle mitgenommen oder habe ich sie stehen lassen? Nein, da ist sie. Nein. Ich baue die Falle mal hier. Vielleicht so ein bisschen ans Wasser rein. Ins Wasser, ans Wasser. Ich weiß es nicht, was das Beste ist. Guck mal, es sieht uns gleich, es sieht uns gleich. Ich muss ein Stück zurück. Ich pack's nach hier. Und ganz, ganz schnell das Zeug rein. Nein, aufgepasst. Der geht wieder in den. Du sollst mich nicht sehen, Schwein. Sollst mich nicht sehen. So, aufpassen. Einmal schnell das Futter reingepackt. Und dann gehen wir hinter den Felsen. Oder wir gehen auf den Felsen. Ich weiß es nicht, was am besten ist. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, dass die große Sau nicht in die Falle geht. Und ich glaube, das große ist schon auf dem Weg. Kann das sein? Nein, ist es nicht. Geräusche hinter mir. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Vogel. Mann, ihr Schweine, hier steht ein super, super, super leckeres Schweinefutter für euch. Kommt doch mal ran und holt's euch. Na, du vielleicht nicht unbedingt. Kann das sein, dass der Kleine auf dem Weg ist? Ich habe das Gefühl, da ist noch keiner unterwegs. Ein großes ist noch hier. Wo ist das Kleine hin? Wo hast du dein kleines gelassen? Das hat mich doch noch nicht gesehen. Da ist es. Da komm doch mal rüber. Leute. So, ich glaube, das Kleine hat jetzt Fährte aufgenommen. Hast du? Hast du nicht? Und lass das Große, lass deine Mutti bitte einfach da drüben. Und ich hoffe, du bist ein Weibchen. Und ich hoffe, du gehst in die Falle. Ihr Lieben, ganz, ganz dringend, bitte sagt mir mal, was sind eure Erfahrungen mit der Jagd, mit dem Einfangen von Tieren, welcher Art auch immer. Tut ihr euch da genauso schwer oder habt ihr da mehr Erfolg? Also ich habe ja zwei Schweine, habe ich schon gefangen. Das hat zweimal geklappt. Es sieht so aus, als würde es reingehen. Leute, es ist auf geradem Weg direkt in die Falle rein. Ich glaube, das Tor schließt sich. Jawohl, wir haben eins, wir haben eins.
passt rein. Uah. So, pass mal auf. Wasserschwein jagen. Jagen, jawohl, jagen, wichtig. So, ich habe dich. Und das nehmen wir mit. Ich glaube, die Falle ist halt jetzt kaputt. Wir müssen sie jetzt abreißen. Wenn sie einmal benutzt wurde, kann man sie nicht mehr demontieren, sondern man muss sie abreißen oder reparieren. Habe ich allerdings noch nicht raus, wie man das machen kann. Von daher, so, wir bringen dich jetzt mal ganz schnell nach Hause. Ich sollte aber meinen Alpaka vielleicht mitnehmen. Wo habe ich dich denn geparkt? Das Alpaka steht da hinten. Dann lassen wir dich einmal folgen. Mein Liebes. Ich glaube nicht, dass ich mit... Kann ich mit dem Schweinchen in der Hand reiten? Nein, habe ich, kann ich nicht. Nein, jetzt habe ich dich freigelassen oder bist du immer noch mein Schein? Bist du noch meins? Ah, guck mal hier, ich kann dich aufheben. Du bist jetzt meins. Sehr, sehr schön. So, und du, mein Liebes? Verhaltenseinstellung? Du folgst mir jetzt mal bitte. Wir gehen zu Fuß nach Haus. Geht nicht anders. New Hope ist da vorne. Und wir bringen das liebe kleine Schweinchen nach Hause. Guckt euch das mal an, wie süß das ist. Wie putzig. Es tut mir leid, dass wir dich von Mami wegnehmen. Aber dafür hast du gleich zwei Papis. Oder vielleicht ein Papi und ein Brudi. Man weiß es nicht. Der andere ist ja auch noch relativ klein. Haha, wir haben ein Schwein. Noch ein Schwein. Und ich hoffe, es ist ein Weibchen, damit wir hier quasi auch mal in die Zucht gehen können. Und du lässt mich in Ruhe. Und du auch. So, mal gucken, ob meine Taktik funktioniert. Im Moment des Balance springen und dann könnte es das sein, dass wir Schaden vermeiden. Aber die machen ja auch gerade nicht besonders viel Schaden. Wow, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit euch zu kloppen. Ich will einfach nur Schweine nach Hause bringen. Leute, das ist auch eine schöne Stelle hier. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen uns hier auf diese, auf diesem Bereich vielleicht noch mal ein Leuchtfeuer setzen, weil hier haben wir eine schöne ebene Fläche. Ich weiß gar nicht, macht das Sinn, mehrere Leuchtfeuer direkt nebeneinander zu haben, um die Basisgröße zu erweitern? Guck mal da, stehen hier rum alle an einem Stein, weil sie nicht wissen, wie sie aneinander vorbei und drumherum kommen sollen. Das ist nicht wahr. Leute, komm mal ran hier. Komm mal ran, Alpaki. Mal gucken, ob ich dich so anbinden kann. Ich mach das mal. Schön, schön hier bleiben und das andere kann da in dem Holzfußboden chillen. Auch in Ordnung. So, guck mal, Leute, hier fehlt uns auch noch einiges. Wir müssen hier auch noch mal eine Leiter runterbauen und noch ein paar Fundamente dran bauen. Guck mal hier, die sind doch beide schon groß, oder? Ah, hier, schaut mal da. Habt da noch einen Freund oder eine Freundin? Wo ist es hin? Hallo? Wo ist es hin? Sag mal, kann ich nur zwei Schweine hier reinpacken? Wo ist denn das andere hin jetzt? Also ganz ehrlich, so sehr ich das Spiel mag und liebe, es steht drei Schweine dran, werden aber nur zwei gezeigt. Okay. Oh, hier kann... Ich brauche hier gar nicht rüberhüpfen, man kann es auch so auf und zu machen. Auch schön. Wo ist denn jetzt das dritte? Ach, guck mal, hier im Wasser. Ha, Leute, im Wasser ist es. Dann nimmst du ein Bad, das Kleine. Und was bist du für eins? Bist du Männlein oder Weiblein? Geschlecht weiblich. Leute, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ist hier im Wasser und badet gemütlich. Und die anderen chillen hier ein bisschen. Nahrung ist noch ausreichend. Ich packe euch aber gleich mal noch was da rein. Ihr kriegt auf jeden Fall schon mal das Wasserschweinfutter, was ich noch übrig habe. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr jagen. Ich hoffe sehr, dass ihr euch vermehrt. Das wäre echt ein Traum. Leute, macht bitte. Ich möchte das nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend, die Jagerei mit euch. Sodele. Dann haben wir das auch geschafft. Wir können ja nochmal schauen, was baust du uns hier gerade Schönes? Du machst Holzplatten. Jawohl, wunderbar. Wir könnten nochmal ein paar Fundamente fertig craften. Aber viel ist das auch nicht mehr. Wir können, glaube ich, gar nicht mehr so viele machen. Guck mal hier, wir könnten... eine Verteidigungswall bauen, hölzern Torrahmen und so weiter. Wisst ihr was? Ich baue mir aber erstmal Fundamente, Leute. Ich baue Fundamente und ich werde uns noch Zaunelemente bauen. Können wir da noch mehr machen? Wir machen das mal. Ich baue uns einfach mal eine ganze Menge Zäune. Dann bauen wir uns auch noch einen ganzen Sack von Fundamente, so viel wie wir können. Was benötigen wir noch mal fürs Fundament? Ich schaue mal gerade nach. Wir brauchen Holzplatten. Holzplatten oder Hartholzplatten.
hole ich uns mal gerade ran, weil davon dürften wir genügend haben. Und ich pack sie einfach mal alle hier rein. So, dich auch. Und dann lassen wir uns hier auch mal ein paar Fundamente durchcraften. Ich gehe auch einmal kurz hier raus. Ich hatte gesehen, Leute, wir müssen einmal nochmal in die Verwaltung unserer lieben Mitarbeiter gehen. Ich glaube, uns ist noch jemand abhanden gekommen. Ich dachte, ich hätte schon wieder aufgefüllt auf 8. Wir brauchen noch zwei Barbaren, Leute. Ich dachte, die hätte ich schon gehabt. Wir hatten uns doch noch jemanden mitgebracht. Oder ist irgendeiner gestorben? Kann das sein? Vielleicht von einem Wildtier? Ja, sowas aber auch. Na gut, dann fehlen uns zwei Mitarbeiter, die hole ich uns dann nochmal ran. Leute, mache ich gleich vielleicht offscreen, dass ich uns nochmal zwei neue Mitarbeiter besorge. So, wir gehen nochmal kurz hier rein. Wir können sehen, beim Holzfällen, beim Ernten, der ist frei. Feuerstamm, aber der hat momentan nichts zu tun. Das ist keine gute Sache. Wir geben dir mal als Arbeitsziel Werkbankbeauftragung. Und du darfst an der Bauwerkstatt rumwerkeln und am Schlachtertisch und am Schreinertisch. Dafür. Ach nee, Schreinertisch nicht, der ist viel zu weit weg. Wir nehmen diese beiden. Arbeit beginnen. Dann hast du was zu tun. Dann machst du da bitte auch mal. Wo auch immer der gerade rumlungert. Haben wir geschaut. 10 Meter. Also er müsste ganz in der Nähe sein. Vielleicht geben wir dir auch mal einen Namen. Du. Nee, das war nicht der Sancho Panza. Der Sancho Panza hat ja schon einen Job. So, du bekommst auch einen Namen. Du bist der Rüdiger. Rüdiger. Rüdiger Rakete. Das ist doch mal ganz schön. So, Rüdiger, und dann wollen wir mal sehen, wo du denn gerade bist. Ich sehe dich nicht. Sollst angeblich in der Nähe sein, aber ich sehe dich nicht. Hier ist der Rüdiger und chillt. Na gut, hast vielleicht gerade was gegessen? Du hast doch jetzt einen Job. Dann mach doch mal. Naja, soll er sich erst vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Päuschen eingewöhnen. Kein Problem, wir gönnen dir noch ein bisschen Ruhe. Und ich gehe einmal kurz los, wir reiten einmal kurz. Es kann sein, dass ich noch einen Barbaren liegen lassen habe, dass ich ihn noch nicht nach Hause geschleppt habe. Vielleicht schaue ich gerade mal in die Tasche, beziehungsweise ich packe das Zeug einfach in seinen Packer rein, wenn ich zu schwer beladen bin. Dafür haben wir es ja. Aber das Grimpacker ist auch hungrig und durstig. Wir binden dich gleich wieder an, dann kannst du dich da bedienen. Dann kannst du da was trinken, was essen. Hier hatte ich uns welche hingelegt, Barbaren, aber ich meine, die hätte ich schon nach Hause gebracht. Sind halt keine mehr da. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden die Geschichte an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig das Video. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Runde. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebo.